Hey und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Star Stable Online zusammen mit Lilly. Lilly ist mit dabei. Ja. Ganz kurioserweise habe ich plötzlich braune Augen. Ich hab eine Blume. Ach, ja. Eine komische Blume. Stimmt, sie hat eine komische 2D-Blume, die sie eigentlich gar nicht besitzt. Und ich habe braune Augen statt blaue Augen. Alles klar. Oh Mann, Star Stable und seine Bugs. Ist ja unglaublich. So, liebe Lilly, wir haben heute endlich was vor. Und zwar gehen wir Plätzchen backen im Schloss bei Hagold. Cool. Oder? Ja, weil in letzter Zeit kamen so viele Events, so wollten wir natürlich auch ein bisschen mitwirken, dass wir gar nicht mehr zur Hauptstory kamen oder allgemein zu den Quests. Ich würde sagen, wir begeben uns jetzt mal dorthin. Ich bin so froh, dass wir das Hühnergackern nicht mehr hören. Oh Gott. Wahrscheinlich vom Video bin ich schon selbst fast durchgedreht, also. Ja, das glaube ich dir. Hier ist er. Ah, da. Aber ich hatte auf dem anderen Account noch die goldenen Hufeisen eingesammelt gehabt und in Fallgriff hat er mir plötzlich keine mehr angezeigt. Ich bin überall lang geritten, ich habe nichts gefunden und ich habe da nichts eingesammelt gehabt bisher vorher. Super. Schön, wie das funktioniert. Mhm. Ich war richtig glücklich. Ja, glaube ich dir. Ist so schön. Ich habe so 8-mal einen Relog gemacht, nichts. Ja, super. Wie geht es dir? Wo du schon mal da bist, könntest du mir einen Gefallen tun? Nach diesem kalten Winter muss ich viele warme Jacken für verschiedene Leute machen. Wie du siehst, habe ich keine Wolle mehr und als Schneider bin ich darauf angewiesen, um Stoffe und Garne zu machen. Du solltest Wolle vom Schäfer London bekommen können. Könntest du diese Erledigung für mich machen? Ja, wenn es sein muss. Sind wir mal so nett. Aber kriege ich auch eine Winterjacke? Ja, bitte. Mach uns auch was Schönes. Möchte sie aber auch bitte in echt haben. Keine Sorge, Star Stable schickt die sicher zu. Oh, schön. Als Merch. Ich weiß nicht, ob ich sie wirklich will. Ah, oh, guck mal, wie süß. Mit dem Hütchen drauf und dann mit dem Zaumzeug kombiniert. Das ist schon niedlich. Das ist so niedlich. Gott. Jamie Blueberry Beer, du hast einen sehr guten Geschmack. Ja. Oh, ist das niedlich. So, weiter geht's zu London. Mit unseren Schnecken. Ich habe keine Schnecke, ich habe eine Banane. Ja, das ist so langsam wie eine Schnecke. Macht keinen Unterschied. Wer schneller ist. Jetzt kriegst du doch noch weil ein. Weil ich gerade noch Müll eingesammelt habe. Oh, wer hat denn da Müll rumliegen lassen? Das geht ja gar nicht. Ich weiß es nicht. So, hallo London. Hallo, was? Du willst Wolle? Oh, ich muss dich leider enttäuschen. Ich hatte noch keine Zeit, die Schafe zu scheren. Ich war die ganze Zeit damit beschäftigt, sie zu hüten. Ich habe große Angst, dass sie weglaufen. Das wäre einfach nur schrecklich. Ich könnte es nicht ertragen, ein weiteres zu verlieren. Wenn es sehr wichtig ist, könnte ich dir ein paar Scheren geben und du könntest dir selber die Wolle schneiden, die du brauchst. Willst du mir dabei helfen? Das hat er zwar nicht gesagt, aber... Nee. Das hat er zwar nicht wortwörtlich so gesagt, inhaltlich aber schon. Super. Ja, du bist eine eine resolute junge Dame, muss ich sagen. Gott. Die Wörter. Nimm also diese Scheren und versuche so viel Wolle wie möglich zu bekommen. Danke. Supidubi. Ich glaube, wir müssen absteigen, oder? Finde ich. Nee. Ich? Ups, naja, jetzt habe ich schon zu Fuß. Wer schneller ist. Ich. Oh Gott. Na, das kann einen Moment dauern. Weiter geht's. Nächstes Schaf. Ist ja super. Fertig.
Wolle von einem Schaf. Das Pferd da oben gleich geparkt. Ja. Er wartet da schön auf mich. Gut, das geil. Oh, mein Levelbalken ist wieder soweit. Aber meine Augen sind immer noch falsch. Aber mein Levelbalken ist fast. Hat sich jetzt auch aktualisiert. Ah, super, weil bei mir ist er jetzt endlich kurz vor Level 10. Bei mir aber ist er irgendwo bei Level 10. Am Anfang. Aber meine Augen, ja, die sind leider immer noch kaputt. Ich hab die Nummer auch noch. Okay, weiter geht's. Gute Arbeit. Vielleicht solltest du dir überlegen, eines Tages Schäferin zu werden. Ich arbeite für die Baroness Silverglade. Kennst du sie? Nein? Okay. Ich denke nur, du wirst sie bald kennenlernen und dann sicherlich auch anfangen, für sie zu arbeiten. So wie jeder andere hier. Hey. Grüß Dexter. Hab ich gerade Eistee verschüttet. Oh, schön. Ja, super. Ich hoffe nicht auf dem Computer. Nee, nimm die Tastatur. Ah, okay, das ist akzeptabel. Ja, jetzt oder? Muss ich wieder ein Auge auf die Schafe haben. Eins wäre mir eben fast davongelaufen. Gut. Gehen wir zurück. Mit ein bisschen Wolle. Das was Unsichtbares. Oh Gott, Nachrichten beantworten und reiten gleichzeitig ist nicht so leicht. Also nein. War schon, dass man auch beim Reiten nicht am Handy sein darf, ne? Gilt auch wie beim Autofahren das Gleiche. Ja. Ja. Wunderbar. Sieht so, als wären die Schafe von einem echten Profi geschoren worden. Sieht so aus, wenn schon, aber ja. 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 Gut, und jetzt? Fertig? Das war's. Jetzt macht er Winterjacken. Ach, das war nicht der Harold, wir Volldeppen. Das ist der Schneider Daxton. Egal. Naja, aber das auch erledigt, oder? Ist mir halt erst aufgefallen, als du es gesagt hast. Oh Mann. Ist der irgendwo hier? Hier. Ja, das ist der Harold. Mit dem müssen wir sprechen. Gott. Einmal im Monat beliefern wir das Schloss mit einer Dose Plätzchen. Das hier sind Kardamom-Plätzchen, die Baroness liebt sie. Kannst du sie bitte zu ihr bringen? Reite dort auf dein wunderbaren Pferd hin und du wirst ruckzuck dort sein. Ja, ich reite mit meinem wunderbaren Pferd dorthin. Auf geht's! Ja, wo will ich denn hin? Weiß ich nicht. Was machst du wieder? Besuchen, glaube ich. Hallo, bist du Vater? Ich schnuckle mich Schloss, da ne? Zwischendurch. Hui. Wir müssen zum Schloss. Ja. Aha! Ups. Die Folge der Verpeilten. Ich habe voll an das Baroness-Anwesen gedacht und nicht ich an halt das Schloss. Am Anfang. Ups. Ja, gut. Das wusste ich natürlich. Oh, auf geht's. Aber da vorne sind doch die Tore verschlossen. Sieht irgendwie nicht so willkommen aus. Wo bist du? Davor. Ah, da. Jetzt. Niemand öffnet die Tür. Da bleibt nichts anderes übrig, als zum Geschäft zurückzukehren. Außer du möchtest ein Kardamom-Plätzchen probieren. Die riechen ziemlich gut. 170 Erfahrungspunkte? Wow. Ja, ist so gut. Da niemand die Tür öffnet, scheint es das Beste zu sein, zum Geschäft zurückzukehren. Na dann. Und nochmal 165 fürs Hin- und Herreiten. Wollte ich doch. Das ist super. Großzügig. Kennt man sehr nicht. Sehr großzügig. Sag sowas nicht. Ich hab nichts gesagt. Worüber haben wir gesprochen? Ich weiß nicht. Was ging es eigentlich? Okay gut. Schönes Wetter heute, ne? Ja, wunderbar. Sieht toll aus. Niemand hat im Schloss die Tür geöffnet. Es gab da ein paar Gerüchte in letzter Zeit. Jemand hat erzählt, dass man dort ein Mädchen weinen hören konnte. Ehrlich gesagt weiß ich nicht, was ich glauben soll. Die Baroness scheint ängstlich in der letzten Zeit. Ob ich selbst jemanden habe weinen hören? Eigentlich nicht. Ehrlich gesagt hörte sich das für mich nach einer dummen Geistergeschichte an. Aber du kannst natürlich immer die Baroness persönlich fragen, wenn du sie siehst. Die Baroness ist die Besitzerin des Silverglade-Landguts und des Weingartens. Die Silverglades sind seit Generationen die einflussreichste Familie in Jorvik.
Hier sind ein paar Proben von Weinflaschen, nach denen die Baroness gefragt hat. Schau nach, ob du sie dem Butler bringen kannst. Es sollte im Weingarten sein. Du musst vorsichtig reiten, die Flaschen sind sehr zerbrechlich. Ja, okay. Jetzt müssen wir zum Baroness Dingens. Yay! Ich glaube, noch einige Quests offen, ja. Tatsächlich. Zu viele. Wir haben viel zu tun. Und wenig Zeit. Ja. Wie immer. Also, ja, eigentlich das schon. Ganze Star Stable Projekt Let's Play kann sich hinziehen, aber das ist ja nicht schlimm. Dafür ist es ja da. Genau. Wenn wir schließlich die ganze Star Stable Geschichte zeigen. Oh, wo ist die gute Baroness? Ah, da ist nur der Godfrey da. Fräulein? Oh, die Flaschen. Sehr gut. Danke sehr. Was? Ja, der Winter war auch sehr extrem für das Landgut. Wie es der Baroness geht? Du hast mitbekommen, dass sie sehr beschäftigt ist. Sagen wir mal so, sie hat sich viele Sorgen wegen der GED gemacht. Sie baut zurzeit eine neue Reitstrecke, was natürlich auch sehr viel Zeit und Mühe beansprucht. Ich werde sicherstellen, dass sie die Flaschen bekommt. Vielen Dank, junges Fräulein. Auf Wiedersehen. Pardon? Ein Stall? Natürlich haben wir hier einen Stall. Das Silverglade Pferdesportcenter, der nobelste Stall in Jorvik. Du kommst aus Moorland? Du solltest auf jeden Fall unser Sportcenter besuchen. Es haust ein paar der besten Pferde dieser Insel. Warum sprichst du nicht mit Linda? Warte, was sagte ich denn da? Nicht Linda. Nicht Linda. Dort drüben sind ein paar andere Stallmädchen. Ich glaube, eine von ihnen heißt Julie. Sie wird dir helfen. Ernsthaft? Ich glaube, eine von ihnen heißt Judy. Sind die nicht sozusagen die Angestellte von denen da? Du solltest doch wissen, wie die heißen. Ja, eigentlich schon. Irgendwie traurig. Hallo, natürlich weiß ich, wer du bist. Ich bin so froh, dass du da bist. Ich bin übrigens Judy. Ich habe vorhin mit Thomas Morland gesprochen und er hat mir gesagt, dass du und Sky ein tolles Team seid. Das macht mich wirklich glücklich. Sky, das Pferd ist, mit dem ich damals in Morland als Stallmädchen angefangen habe. Er ist ein tolles Pferd und verdient eine Reiterin, die ihn versteht. Wie auch immer, wir brauchen mehr Personal, seit Linda gegangen ist. Thomas hat gesagt, wenn du vorbeikommst, könnte ich dich fragen, ob du Lust hast, hier ein wenig auszuhelfen. Nee, eigentlich nicht. Nein. Ich habe genug zu tun. Hast du schon die Baroness getroffen? Das überrascht mich nicht. Sie ist in letzter Zeit regelrecht hysterisch, wenn man sie denn mal sieht. Es scheint so, als würde sie mehr und mehr im Schloss Zeit verbringen. Gott, wer weiß, was sie dort treibt. Kannst du bitte so lange im Stall aushelfen, bis Thomas dich wieder braucht? Nein. Gott sei Dank, du hast ja gesagt. Hast du das, Lilly? Nein. Okay, also was du machen musst, ist den Pferden Heu geben. Sie pflegen und die Boxen ausmisten. Du kannst das machen, sobald du es für nötig hältst. Mehr Infos findest du auf der Tafel im Garten. Ich bin in der Nähe, falls du etwas brauchst. Ich denke, du wirst das gut hinkriegen. Du siehst wie ein ziemlich schlaues Mädchen aus. Nee, das wenn wir gerade dringend Hilfe brauchen, sind die Wasserleitungen. Wir haben gerade das Wasser angemacht und jetzt sind die Leitungen undicht. Sie müssen im Winter durch die Kälte Schaden genommen haben. Kannst du die undichten Stellen finden? Reite dort aufs Sky hin und wenn du eine undichte Stelle findest, dreh den Hahn an dieser Stelle zu. Ja, super. Und für diese Aufgabe sind wir wie gemacht, oder was? Natürlich. Okay, kann sie nicht auch einfach selber... Nee. Da rumrennen und die ganzen. Ist doch Stellen viel einfacher, wenn du jemanden darum bittest, das selber zu machen, oder nicht? Ja, leider. Unglaublich. Leider, bis die Pferde wieder in Gang kommen. 10 Stunden später. Ja, wirklich. Aber das sind ja ganz schön viele. Es sind so viele kaputt gegangen. Die kümmern sich nicht richtig um die Sachen. Das ist schrecklich. Ganz gruselig. Hier von 8. Junge, Junge, Junge. 5 von 8. Noch mal runter. Whee! Zack. Bin schneller, bin schneller.
Und ich frage schon, wenn du das Gefährt bist, ausgelernt sind, wie höher das Level, was die Ausrüstung haben, weil boah, bis die hierher gekommen ist, ja unglaublich. Ich habe so viel gute Ausrüstung, die ich gerne tragen will, aber es geht nicht, weil ich das Spielerlevel noch nicht erreicht habe. Ernsthaft? Ich verstehe nicht, wieso man die nicht tragen kann. Das meiste konntest du gerade 14 tragen. Ja, ich habe Zeit durch die ganzen, ich glaube Geburtstag und Quest und auch keine Ahnung, wodurch ich das alles bekommen habe. Tragen kann ich es trotzdem nicht, weil das ist erst ab Spielerlevel 9 oder 12 oder sowas. Ja, super. Mhm. Ganz toll. Es ist Unlogik zusammengefasst. So. Du hast alle undichten Stellen gefunden? Fantastisch. Du glaubst nicht, wie glücklich ich bin, dich hier zu haben. Nein, ja. Ich möchte nicht übernachten. Ja, und jetzt? Den Bodenproben okay, bei Carney oder auch bei Carney Weine geben? Gut, dann machen wir ja, dann lass uns das bei Carney direkt machen, wenn wir schon hier sind. Jo, nimm Bodenproben. Jo. Also, ich habe gehört, dass du ein bisschen herumreitest und ich habe mich gefragt, ob du mir vielleicht einen Gefallen tun könntest. Wir untersuchen gerade den Boden um den Weingarten herum und die Ergebnisse sollten jetzt fertig sein. Könntest du sie vielleicht für mich nachgucken? Immer das? Sollen wir die zweite direkt mitnehmen? Wenn wir machen, ja. Und weißt du was? Du könntest mir einen Trieb von einem der Weinstöcke mitbringen. Wir werden diese ebenfalls testen. Benutze dazu diese Gartenschere. Ich hatte diese Sonja schon losgeschickt, um mir einen Trieb zu bringen, aber sie scheint keine zu finden. Keine finden zu können. Mhm. Okay. Let's go. Pferdchen. Wir werden hin und her geschickt. Das kann man ja nicht anders. Mhm. Ich bin immer noch da an das alte Silverglade gewöhnt, wo man hier über diese Mauer springen musste. Ja, stimmt, das gibt's ja gar nicht. Ich war gerade so, okay, du, da kommt die Mauer, ich muss gleich rüberspringen. Doch. Leider doch nicht, ne? Nee. Bisschen schade. Hier sieht es aber. Sieht es hier anders aus? Ich bin mir nicht sicher. Doch wegen den Bäumen hier, wegen Birkenbäumen. Ich glaube, die Bäume sind einfach nur neu. Ja, das kann gut sein. That's it. Sehr schön. Oh Gott. Ich gehe links lang. Okay. Wahrscheinlich bist du schneller. Jawohl, ich glaube, ich bin schneller. Jetzt machen wir die Kurve. Ja, gewonnen! Gleich. Ah, du gehst schon runter, das auch gleich machen. Okay. Dann hole ich die Gartenschere auch noch schnell. Ja. Wo habe ich die Schere denn? Das sieht aus das wie eine Hake. Das ist keine Schere, das ist eine Hake oder so. Was? Der hat doch gesagt, man soll die Gartenschere nehmen. Warum ist es denn eine Hake? Weil er das so will. Egal. Interessant. Sehr interessant. Danke, dass du mir damit geholfen hast. Das ist es schon. Danke. Du bist wirklich hilfreich. Ja, das wissen wir. Bitte. So, liebe Lilly. Wir müssen uns verabschieden von dieser Folge. Wir danken euch ganz, ganz herzlich fürs Zuschauen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss. Tschüss.